Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer brandheißen Folge von Warhammer 40k. Wir sind auf dem Weg zum Raumhafen stehen geblieben. Das ist nicht hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es hier hingeht. Da wollte ich, glaube ich, nicht reingucken oder ich habe sogar schon reingeguckt. Ich weiß es nicht. Wir wollten auf jeden Fall, da ich so positioniert bin, in diese Richtung weitergehen. Wir können ja einmal kurz linsen, wo es denn hier hingehen würde. Steht das da? Das steht da gar nicht. Das steht da gar nicht. Ich glaube, es ist der Unterschlupf vom Gouverneur gewesen. Ich kann mich aber auch täuschen. Und zwar komplett. Ist das hier der Raum? Oh oh. Er speichert. Das ist nie gut. Ein Shuttle finden. Aber sind das unsere Leute? Okay. Der Gestank von Fizelin und Blut liegt über dem Raumhafen. Die Echos von Rufen und Schüssen wandern über die Landepads. Unter deinen Füßen knarzen Plexiglassplitter. Du erkennst in der Menge, die sich neben den Shuttles zusammengekauert hat, Sergeant Malga, den Soldaten, der dich bei deiner Ankunft auf Rikard Minoris begrüßt hat. Der Sergeant trägt eine robust wirkende Armaplastweste, die mit dem Symbolen deiner Truppe versehen sind oder versehen ist. Einer der Enforcers, die du geschickt hast, muss sie Malga geschenkt haben. Okay, ich weiß es nicht, aber es ist wahrscheinlich er, würde ich sagen. Eine Gruppe blutiger und verängstigter Leute sitzt zwischen Malgas Soldaten und den Shuttles fest. Du erkennst den Gouverneur des Planeten und die Mitglieder seines Gefolges. Ihre teuren Kleidungen wurden im Kampf zerrissen. Viele wurden von Bajonetten verwundet. Okay, ist das... Oder es könnte auch der Gouverneur sein. Wobei ich hier wirklich nicht erkenne, wer der Gouverneur ist. Nicht, dass er das hier ist. Auch möglich, dass er tot ist. Okay. Die Leute vor dem Shuttle untersuchen. Sergeant Malga. Ich verlage einen sofortigen Bericht. Was geht hier vor sich? Das würde ich aktuell nehmen. Gouverneur. Hättet ihr die Güte, mir zu erklären, was hier vor sich geht? Deine Waffe auf den Sergeant richten? Naja, wir fragen erstmal den Sergeant, was hier los ist, ne? Der Sergeant wirbelt zu dir herum. Sein Gesicht ist eine verzerrte Fratze des Zorns. Okay. Aber das sind... Wer ist jetzt wer? Ich kann es nicht ganz auseinanderhalten. Aber sei es drum. Unser ehrenwerter Gouverneur und seine Bande von Lakaien haben sich hinter unserem Rücken versteckt und jetzt, wo es ungemütlich wird, wollten sie sich aus dem Staub machen und uns hier verrecken lassen. Wir haben unser Blut vergossen und unsere Körper geschunden, um ihn so zu versorgen. Okay. Um ihn überhaupt zu versorgen. Nicht so zu versorgen, sondern einfach zu versorgen. Und nach all dem, haltet ihr das etwa für fair? Ihr riesiger Haufen Grox-Scheiße. Malgas Schockknüppel trifft den Gouverneur an der Brust, wodurch die Medaillen und Abzeichen im Chor zu klimpern beginnen. Okay. Idira zuckt zusammen und plappert verzweifelt. Nein, 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 sagt nichts, sagt nichts, sagt gar nichts. Der Gouverneur spuckt Blut aus. Oh mein Gott. Okay, das war der Gouverneur. Jetzt wissen wir wenigstens, wer der Gouverneur war. Das ist unser Sergeant, der ja diese Kleidung trägt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, der Krieg hat irgendeine besondere Kleidung an. Aber nee, er hat dieselbe wie alle anderen Truppen an. Und hat gerade, ich hoffe, er hat die nicht umgebracht. Der Gouverneur spuckt Blut aus und öffnet den Mund, um zu antworten, als sein Kopf explodiert. Sein Körper fällt schlaff zur Seite. Sein verbleibendes Auge starrt leblos nach oben. Holy shit, was geht denn hier ab? Der Chor der Schreie der Adligen kann das hasserfüllte Flüstern des Sergeants nicht übertönen. Genug. Ihr habt gesagt, was ihr sagen wolltet. Abelard betrachtet mit gerunzelter Stirn die Leiche des Gouverneurs. Wahnsinn. Darauf steht die Todesstrafe. Wir haben für das hier keine Zeit. Wir müssen jetzt zum Shuttle. Okay, das sagt Heinrichs.
Alter, der hat gerade den Gouverneur erschlagen. Ist uns das klar? Und die Todesstrafe für... Oh je, wir müssen mal kurz hier gucken. Ihr benehmt euch wie ein Henker. Glaubt ihr wirklich, ihr hättet das Recht dazu? Okay, Dogmatiker. Seht euch doch an. Diener des Gott-Imperators. Wem dient ihr? Der Menschheit oder ihren Feinden? Wie könnt ihr es wagen, von Gerechtigkeit zu sprechen, wenn das Blut eurer Sippe an euren Händen klebt? Senkt eure Waffe, wenn euch eure Seele lieb ist. Okay, Überredung. Oh, Überredung ist aber nicht so gut hier. Ich stimme zu. Retten wir uns unsere Leute und fliehen von hier. Jemand anderes in eurer Position hätte vielleicht vergessen können, dass der Imperator all seine Untertanen beschützt. Aber doch gewiss nicht ihr. Es ist eure Pflicht, jedem zu helfen, dem ihr helfen könnt. Mich scheren diese Leute nicht. Bringt einfach nur mich und mein Gefolge von diesem Scheißplaneten runter. Deine Waffe auf den Sergeant richten. Ihr senkt eure Waffe, Sergeant, oder ich töte euch wie einen tollwütigen Hund. So, er hat ihn jetzt erschlagen mit der Begründung, dass er abhauen wollte. Das ist der Grund, warum er ihn getötet hat, ja? Damit kann ich nicht einverstanden sein. Damit kann ich wirklich nicht einverstanden sein. Wir sagen hier, dass er seine scheiße Waffe senken soll, wenn ihm seine Seele lieb ist. Malgar richtet seine Waffe auf dich, senkt sie aber sofort wieder. Seine Hände zittern. Scham und Verzweiflung blitzen unter seiner Maske des Blutrauschs hervor. Verflucht noch eins. Eure Lordschaft, Sir, wie könnt ihr so etwas sagen? Okay. 140 Erfahrung. Ein dumpfer Knall ertönt aus dem Inneren des Raumhafens. Schwere Schritte lassen den Felsbeton erzittern. Eine unangenehme Vibration steigt in deinen Knochen auf. Was zur Hölle? You thought you had killed Aurora, false believers. Tremble, for I am Aurora. I am the Herald of Change. Behold the final dawn and die! Your arrogance will be your downfall. Okay. Death to the false emperor. Okay, alles klar. Die hat er jetzt alle getötet, ja? Wer sind die? Was sind das denn für Pappnasen? Das sind hier Gegner alles. Das Shuttle wurde in die Luft gesprengt. Ich liebe das. Es ist wirklich geil gemacht. Aber, ja. Aurora. Das ist Aurora? Okay, ich dachte, Aurora wäre eine Frau. Aber gut. Wir werden uns jetzt besser mal positionieren. Vielleicht werden wir als allererstes den Levelaufstieg vollführen. Ich glaube, das wäre ratsam. Nee, Levelaufstieg bitte. Okay, das geht wieder nicht. Oh Lord, es geht nicht. Ach so, ja, wir sind im Kampf, ne? Ich glaube, dann geht's eh nicht. Aber ich glaube auch, dass das gerade mit den 140 Punkten erst passiert ist. Also ich hätte das vorher, glaube ich, gar nicht machen können. Naja, egal, machen wir das danach. Wir werden... scheiße, ey. Hier ist natürlich wieder überhaupt keine Deckung so richtig. Der ist natürlich übertrieben bewaffnet. Okay, gut. Wir werden... Wo ist Abelard? Abelard wird hier vorne bleiben. Er geht natürlich in den Nahkampf. Ganz klare Sache. Was hat der da? Was hat denn der schon? Was hat denn der schon wieder hier? Crowdkill. Permanent. Flächenangriff. Verursacht zusätzlich plus 3 Schaden für jeden Feind im Wirkungsbereich. Ist ja okay. Das ist ja ein guter Buff. Ich dachte, das wäre irgendwas Unangenehmes. So, er ist ein Nahkämpfer. Wir sind aber auch Nahkämpfer. Wir bleiben auch hier. In der Nähe. So, Idira, Heinrichs. Was war Heinrichs nochmal? War der nicht auch Nahkämpfer? Moment, wir gehen mal hier hin. Heinrichs ist auch Nahkämpfer. Der geht in die Mitte. Also unsere Nahkämpfer nach vorne.
Argenta. Bei Argenta ist das Problem. Argenta und Idira sind zuerst dran. Argenta und Idira sind zuerst dran. Na, Idira. Wenn wir die hier hin tun, sind meine Leute in der Schussrichtung. Aber ich könnte mit Idira... Boah, ich hoffe, der kommt nicht zu Idira hin. Ansonsten würde ich nämlich... Nee, Aurora... Oh, Moment, Moment, Moment. Aurora ist als allererstes am Zug. Dann machen wir das nicht so, wie ich mir das gerade gedacht habe. Dann werden wir Argenta hier hinten hin tun. Und Idira werden wir hier hin tun. Und Pascal kommt dahin. Der ist hier gut geschützt. Und dann beginnen wir erstmal. Oh ja, nein, 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 nein. Alter, oh, er hat seinen eigenen Mann abgeknallt. Alter, hör mal auf zu ballern, Junge. Jau, was ist er denn für ein Typ? Ist es dein Ernst? Er hat mich fast komplett umgebracht. Okay, er hat seinen Vollidioten abgeknallt. Aber Alter, wir müssen den loswerden. Was ist eigentlich mit Argenta? Was ist denn mit ihr jetzt? Hingestreckt, eine Runde. Kann sie nichts machen. Was eine Scheiße. Okay, wir gehen mit ihr dahin. Und dann gucken wir mal, bringt dieser Blitz was? Na, der Blitz, der bringt ein bisschen was. Pillepalle ist das. Scheiße, wir haben ein Riesenproblem. Wir haben wirklich ein absolut riesiges Problem. Für den nächsten Angriff gegen ein Ziel, das von Ausnutzen betroffen ist. Bist du von Ausnutzen betroffen? Ja. Boah, der geht komplett ab, der Typ. Das ist ja eine Scheiße, ey. Und ich habe die extra noch hier hingestellt, ne? Weil ich dachte, die können jetzt hier schön Nahkampfangriffe machen. Gar nichts können die. Und der hat uns auch schön flankiert, die Drecksau. Bis zum nächsten Zug des Agenten entferne die Angriffe seiner Verbündeten nach Ausnutzen und verursache mehr Schaden. Ah. I know what is to come. So. Und jetzt machen wir immer noch gleich viel Schaden. Das ist ja saudumm. Aber... Na, ah, das könnte mehr Schaden machen. 70%, 80%. But of course. Oh mein Gott, 80%, Alter. Und die Olle verschießt. Das ist doch nicht dein Ernst. Eine feindliche Kreatur. Okay, der Psioniker erhöht beim Ziel bis zum Ende des Ausweichen. Ah, der Psioniker erhöht beim Ziel bis zum Ende des Kampfes Ausweichen und Parieren. Bei Abela. Bis zum Ende des... Bis zum Ende des Kampfes. Der ist eigentlich voll gut. Abela ist gebufft. Und ja, die ist fertig. So, ja, Screwjob. Das ist natürlich jetzt große Kacke. Wo ist der Scharfschütze von denen? Da hinten. Oh, nee, Alter, da oben. Das heißt, wir könnten dahin laufen und einen von denen hier killen. Aber sind das... Haben die Schusswaffen? Der nicht. Wer ist denn er? Der wird mir gar nicht angezeigt in der Leiste. Okay, wird mir nicht angezeigt, keine Ahnung. Boah, ich brauche eigentlich Heilung, ne? Ertragen.
Bis zum nächsten Zug des Kriegers werden alle erlittenen Schaden um 4 reduziert. Ja, das hätte ich mal zuerst machen sollen. So, wir müssen aber erstmal laufen. Ich kann eigentlich nicht in die Nähe von denen laufen. Das geht eigentlich nicht, ey. Aber ich kann auch nicht zulassen. Wir könnten das so machen und mit einem... Wieso zeigt er mir nicht an, wie viele... Wie groß meine Trefferwahrscheinlichkeit ist? Ist doch auch scheiße, wenn er mir das nicht anzeigt. Was haben wir hier? Todfeind. Okay, eine feindliche Kreatur. Der Krieger markiert ein Ziel und erhält plus 18 Rüstung und 6 Schaden auf Nahkampfangriffe gegen dieses Ziel. Wenn das Ziel den Krieger während dieser Runde angreift, erhält der Krieger 1 AP. Ja, das möchte ich bitte auf den hier machen. Let's make some opportunities. Okay, da haben wir schon mal den Buff. Dann holen wir uns... Ja, wir holen uns den Ertragen-Buff noch dazu. Und dann... würde ich sagen... Ah, das ist auch die bessere Waffe. Aber das sind alles nur Angreifer mit Dings. I'll see to it personally. Another enemy down. Oh yes, wir haben den Scharfschützen erwischt. Nice. Was ein geiler Schuss. Hammergeil. Okay, wir sind natürlich immer noch in übelster Gefahr. So, Heinrichs. Oh scheiße, jetzt muss ich auch aufpassen. Er hat nur 4 Aktionspunkte. Wir können Wort des Imperators. Alle Verbündeten innerhalb eines 5-Zellen-Radius erlangen bis zum Ende des Kampfes plus 1 Entschlossenheit. Jeder zusätzliche Stapel dieses Effekts erhöht den Entschlossenheitsbonus um plus 2. Das ist gut. Das Ziel erlangt bis zum Ende des Kampfes plus 10 Stärke und Zähigkeit. Da sehe ich mich, ja. Ansturm können wir sowieso nicht machen. Ich würde sagen, wir machen einmal das auf uns. So, buffen wir uns mal. Dann haben wir Ertragen und die Angriffe ist ebenfalls. Ja, dann würde ich auch sagen, Ertragen auch. Und dann gehen wir natürlich hier hinten hin. Und dann machen wir 7 bis 11, 7 bis 11, 7 bis 11. Rüstungsdurchdringung hat der halt immer 25, das ist auch gut. 100% Chance. Breiter Hieb für mehrere Gegner. Eine Kreatur, einzelner Angriff, ausgerüstete Nahkampfwaffe. Ein besonderer Angriff, der als primäre Psionskräfte zählt. Okay. Er verursacht zusätzlich 2x Psi-Wert plus Schaden. Ja, ist ja geil. Okay, das macht nicht viel Schaden. 6 bis 9. 5 bis 8. Ja, dann ist der ja besser. Let's see to it. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Wie soll ich den denn besiegen, wenn wir auch hier zu blöd sind zum Treffen? Wir haben aber noch einen Punkt. Der nächste Nahkampfangriff des Kriegers erhält plus 25% Rüstungsdurchdringung, plus 10 Schaden. Okay. Und ignoriert 10% der Parade des Ziels. Jeder Feind, der einen durch diese Fähigkeit verstärkten Angriff überlebt... Ah, scheiße. Okay, der greift mich dann an. Das ist ja dumm. Wir buffen unsere... Oh, das geht. Wir können alle buffen. Dann machen wir das. For the throne's glory. Auf jeden Fall. So.
Okay, Pascal, bitte. Mach irgendwas Geiles. Was kannst du denn so Geiles? Okay, in Deckung erlangen wir ein bisschen mehr. Das ist egal. Das hier, Maschinengeist. Reduziert den Schaden, den Angriffe. Das hier ist um 30%. Boah, ja. Okay. Das hier. Alle Waffen in einem riesigen Gebiet erlangen zusätzliche Effekte. Verbündete Waffen, Rückstoß. Feindliche Waffen, Rückstoß wird um die Hälfte erhöht. Oh, das ist gut. Ich glaube, das ist ganz geil, wenn... Ja, das erwischt... Pascal selbst erwischt das nicht, aber egal. Das ist sehr gut. So, Schwäche offenlegen. Der Agent entfernt sämtliche Instanzen von Ausnutzen. Nein. Eigentlich nicht gut, oder? Um dessen Ausweichen, Parieren, Rüstung bis zum Start des nächsten Zuges des Agenten. Ah, das ist doch gut. Und er hat ja Ausnutzen. Er hat ja noch Ausnutzen, der Pisser. Machen wir. Oh, keine Sichtlinie? Hä? Wie? Sieht er das nicht? Wie kann denn das sein? Okay, es geht nicht. Das ist ja saublöd. So, was kannst du hier machen? Der Agent entfernt sich. Das haben wir gerade. Nee, das haben wir nicht. Doch, das haben wir. Bis zum nächsten Zug des Agenten entfernt die Angriffe. Na, das hatten wir auch schon mal. Aber dann können wir ja auch nicht auf den schießen. Warum ist denn das so scheiße? Wenn du jetzt hier hingehst, dann müsstest du aber das können. So, der wird richtig gedebufft, der Penner. Und dann können wir noch schießen. Und wie es aussieht, treffen wir auch Idira nicht. Obwohl die in der Schusslinie steht. Probieren wir. Naja gut, er verfehlt halt auch jedes Mal. Können wir noch irgendwas machen? In Deckung erlangt der Agent 25% Ballistik. Ja, hätten wir vielleicht vorher machen sollen, aber wir werden trotzdem unsere Punkte natürlich ausnutzen. So, Abelard, mein Freund. Du gehst direkt ihm gegenüber, bitte. Dann wirst du dich buffen. Der Krieger bündelt seine ganze Kraft für einen vernichtenden Hieb. Der nächste Nahkampfangriff stößt den Feind weg. Die Distanz dieses Stoßes entspricht 3 Felder. Ah, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Eine Runde lang erhalten der Offizier der Flotte und seine Verbündeten in einem Radius von 3 Feldern plus 2 Deflektionen für den Archetyp, die der Offizier... Weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist. Ne, weiß ich nicht, aber 1, 2, 3 wäre ja dann... I've seen worse battles than this in my time. Genau, er auch, das ist gut. Ertragen sowieso, ganz mit Sicherheit, das werden wir eh machen. Ich würde sagen, den nehmen wir auch noch mit. Den Buff und dann 8 bis 12 Schaden, Trefferchance 100%. Das macht wenigstens Schaden, hau rein, treff ihn. Na endlich. Endlich mal ein Fitzel Energie, die er verliert. Na gut, wir bleiben natürlich da stehen. Jetzt kommen die anderen Affen. Um die muss sich Idira kümmern. Alter, ist das dein Ernst, dass du mich jetzt hier anpackst? Ja, Mann. Oh mein Gott, der Wichser hat nichts hingekriegt in dieser Runde. Mega gut. So, mit Agenta. Na, wir werden hier aufräumen auf jeden Fall und Idira wird in diese Richtung gehen. Und vielleicht erwischen wir die drei Tümpel da. Tümpel, vor allem Tölpel, meine ich natürlich. Okay, wir gucken mal, ob wir von hier aus einen glatten Schuss auf den Penner setzen können.
Wenn wir mal gucken. Deadly Shot. Boah, ja, aber eigentlich ist das ein geiler Treffer. 6 bis 11 ziehen wir ihn ab. Genauso wie hier. 90%, 95%. Wir werden versuchen, den Deadly Shot, wenn möglich, zu machen. Aber wenn wir darüber rennen, was können wir machen? Der nächste Fernkampf. Flächenangriff. Ah. Das bringt eigentlich nichts. Naja, gut, wir haben Ausweichen, ne? Wir haben Ausweichen dann erhöht. Einmal pro Kampf gewährt Dynamik in Höhe von 6. Diese Fähigkeit gewährt außerdem zusätzlich 3 Dynamik für jeden Feind. Ja, so getroffen wurde, wenn schwer. Ja, das ist auch nicht so. Das sind jetzt nicht die geilsten Buffs. Sie hat nicht die geilsten Buffs. Wir werden trotzdem den mal machen. Mehr Ausweichen schadet ja nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir den Deadly Shot. Ja, Mann. Gut, dass wir den jetzt hier eingekesselt haben, den Arsch. Und dann machen wir nochmal Laufen und Ballern. Weil wir dann nochmal schießen können. As the Emperor commands, I act. Nochmal 8. Gut. Gut, gut, gut. Sehr zufriedenstellender Angriff von ihr. So, ich werde mit ihm wahrscheinlich die beiden hier eh platt bekommen. Dann versuchen wir. Na, wir gehen mal hier hin und haben auf jeden Fall Sicht auf die da hinten. Nee. Wenn wir hier hingehen. I'm not so sure. Achso, die sind zu weit weg. Aber wenn ich es hier mache, dann bekommt unser Mann natürlich hier auch was ab. Das ist ja. Das will ich ja verhindern. Wir haben schon genug eingesteckt. Doof. Wenn wir aber hier hingehen und schießen würden. Auf einen von denen. Das könnten wir ja machen. Oder? Wie? Trefferchance wird wieder nicht angezeigt. Das ist auch so ein Deadly Shot, ne? Deadeye Shot. Der sollte doch dann treffen. Wir probieren. Oh mein Gott. Wir haben es nicht gesehen, wie er in zwei Hälften zerrissen wurde. Das dumme Schwein. So. Idira, meine Gute. Dann buff uns mal ein bisschen. So, für den nächsten Angriff gegen ein Ziel. Okay, das benutzt sie aber persönlich. Alle Verbündeten. Bis zum nächsten Zug des Agenten entfernen alle. Entfernen die Angriffe deiner Verbündeten ausnutzen. Ja, das ist eigentlich auch gut. Machen wir natürlich mehr Schaden jetzt. Den haben die jetzt alle bekommen. Und ein Einser könnte man noch machen. Der Psioniker erhöht beim Ziel bis zum Ende des Kampfes Ausweichen und Parieren. Bis zum Ende des Kampfes. Er hat den Buff nicht. Er hat den Buff. Das heißt, Heinrichs bekommt den auch noch. Oh nein, diese Scheiße. Oh nee. Wir haben zu oft diese Fähigkeiten benutzt von ihr. Jetzt ist so ein Dämonenvieh aufgetaucht. Ah, nicht gut. Egal, wir werden mit Ansturm den angreifen und den knüppeln wir einfach nieder. Wir werden natürlich Ertragen erstmal hochmachen. So, dann holen wir unsere Axt. Machen den hoffentlich weg. Your end was inevitable. Ja, das sind wir. So. Und dann haben wir noch genau 2 um den Ansturm. I won't stand for was? It. Kein geeigneter Pfad? Wieso? 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier. Und da ist der 5. Hä? Hey, muss doch gehen. Geh mal dahin. Doch, das geht. Who if not me? Okay, sehr gut.
ecstasy. Okay, das hat auf jeden Fall gut abgezogen. Und Pascal wird das Vieh gleich abknallen, hoffentlich. Und dann hat sich das auch erledigt. So, wir müssen mit Idira echt aufpassen, mit ihren Fähigkeiten. Das ist so ein Schmutz, dass dann solche Viecher auftauchen und uns das Leben schwer machen. Natürlich sind die jetzt mega gut gebufft, die beiden. Aber trotzdem. Ja, wir gucken mal. Um jeden Preis. Der nächste Einzelschuss. Na, das hat jetzt auch keinen Sinn. Mit dem können wir eh nichts mehr machen. So, Heinrix. Den Buff hat er gerade nicht mehr. Alle Verbündeten innerhalb. Wir haben das Entschlossenheit. Können wir auf jeden Fall machen. Das Ziel erlangt bis zum Ende des Kampfes plus 10 Stärke. Das ist natürlich gut für ihn. So, dann würde ich auch... Moment, wenn wir angreifen? Das sind ja eh immer 100%ige Treffer, ne? Wenn wir zuschlagen. Ja. 7 bis 11, 7 bis 11. Es ist eigentlich egal, was wir machen. Also das einmal. Erstmal machen wir... Oh, Moment, was war das jetzt nochmal? Ich muss es irgendwie da durchlesen. Alle Verbündeten innerhalb eines 5-Zellen-Radius erlangen bis zum Ende des Kampfes. Okay. Das ist gut. Er hat das schon, aber er selber hat das nicht. Wir können das aber auch hier auf die da hinten machen. Haben die das? Ja, Mann, die haben das ja alle. Die haben das ja alle, nur er nicht. Okay, dann ist klar, dass wir das auf uns machen. So. Ertragen auch hoch. Und dann geben wir ihm einen. Das war sehr gut. So. Pascal, mein Guter. Du kannst ja jetzt eh nicht so viel tun. Ja, du kannst eh nicht so viel tun. Das bleibt... Bis der Agent sich bewegt. Ja, dann bewegt er sich halt nicht. Aber er knallt ihn ab. Gott sei Dank hat der auch getroffen hier. Hätte ja sein können, dass er mal wieder daneben schießt. Eine feindliche Kreatur. Der Agent zieht auf einen Feind, der sich 10 Felder oder weniger weit weg befindet. Dieses Ziel erhält augenblicklich plus 3 Instanzen von Ausnutzen. Ja, das machen wir aber. So, er kriegt erstmal jetzt hier... Hat er 4 Ausnutzen, oder? Glaube ich zumindest. Das ist sehr gut gewesen. Er hat noch 2 Möglichkeiten, aber... Zellenradius... Reduziert den Schaden, die Angriffe des Ziels verfügen um... Okay, werden bis zum Ende des Kampfes reduziert. Das ist doch auch voll die starke... Voll der starke Debuff. Okay, was ist jetzt passiert? Hat das geklappt? Maschinengeistverbannung, ja, Mann. Dauert eine Runde. Okay, Schockschaden. Mechanismus, Moment. Wenn ein Ziel ein Mechanismus oder eine Maschine ist, beträgt der zugefügte Schockschaden stattdessen 25 und seine Eigenschaften werden bis zum Ende des Kampfes... Oh. Haben wir uns jetzt gedebufft damit? Ich glaube nicht, weil wir keine Maschine sind, ne? Ja, ich glaube, weil wir keine Maschine sind, hat das keine Wirkung auf Pascal. Okay, dann lassen wir es so. Abelard bleibt natürlich da stehen, lassen ihn da fein eingekesselt. So, das wäre so ein letzter vernichtender Schlag. Dann haut er aber zurück. Als allererstes werden wir, wie immer, ertragen. Und dann schlagen wir erstmal normal zu.
Boah, 17, weil wir diese ganzen Buffs haben. Stark. Ansturm können wir nicht machen. So, jetzt kommen die Affen. Aber kein Problem. Oh nein, jetzt haut der ab. Was macht er? Nicht dich heilen. Was tut der da? Was tut denn der da? Was hat er gemacht? Hat er unser Shuttle kaputt gemacht? Ja. Wie konnte der denn jetzt fliehen, ey? Der sollte doch nicht fliehen. Alter, hier ist alles voll. Die wird Idira platt machen. Warum hat er jetzt hier oben hingeschossen? Der versucht, unsere Shuttle zu zerstören. Das dumme Schwein. Das kann der nicht ernst meinen, der Wichser. Wir müssen... Unsere Nahkämpfer sind so krass gebufft und jetzt kommen die nicht mehr hinterher. Das ist so ein Schmutz. Wie weit der auch gelaufen ist, guckt mal. Der ist von hier aus bis hierhin gerannt. Tickt doch nicht sauber. Ach, egal, wir gehen jetzt hier hin. Wir haben ja auch nur noch Einzelschüsse, ne? Oder können wir hiermit eine Salve machen? Ne, wir haben keine Salvenschüsse mehr. Mist! Okay, die sind erstmal kein Problem, würde ich sagen. Das erledigt Idira gleich. Die ist als nächstes dran. Die beiden sind ein Problem. Die muss ich loswerden. Wir machen einen präzisen Schuss in seine Fresse. I will bathe this battlefield in righteous fury. Oha, und den haben wir auch noch mit einem Schuss zwei Leute erwischt. Geil. Laufen und ballern können wir leider nicht mehr. Sprinten würde noch gehen. Dynamik würde noch gehen. Ah, nachladen. Nee, nachladen. Ah, da, ja, ja. Das müssen wir auf jeden Fall leveln. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass Nachladen weniger kostet, dann müssen wir das vielleicht machen. Wir können mit ihr nichts mehr tun. Idira geht dorthin. Und wird mit ihrem Stab... Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht wieder so einen beschissenen Effekt hervorruft. Weil wir töten die jetzt alle. Will do. Daneben. Okay, das war auch sehr riskant hier, ne? Okay, die sind auf jeden Fall alle tot. Sehr fein. Wir machen mit ihr mal keine Faxen. Außer das, das können wir, glaube ich, machen. Das hier. Ich muss da mal kurz... Sekundäre psionische Kraft. Zerfall des Schleiers um plus 1 erhöht. Aber wo kann man das denn sehen, wann der Schleier zerfällt? Weiß man nicht. Okay, brauchen wir jetzt nicht zu machen. So, das sind wir. Und danach ist Heinrichs dran, Pascal und Abelard. Die werden ja wohl den hier ausschalten können. Deswegen gucken wir mal, dass wir den Typ da treffen. Von hier aus. Eigentlich haben wir einen guten Schuss. 95%, dass wir den erwischen. Das ist gut, aber ich will ja auch nicht hier stehen bleiben. Wenn, dann würde ich da hingehen. Da sind wir jetzt ein bisschen in Deckung. Und dann erwischen wir die Drecksau. Come on. Wir haben ihn getroffen. 9 abgezogen, aber wir haben den da hinten gleich mal umgebracht. Sehr gut. Toller Schuss. Absolut toller Schuss. I'll make it happen. Ertragen machen wir dann auch. Heinrichs, mein Guter. Vielleicht kannst du von da aus ein Schüsschen setzen.
und den erledigen. Das wäre toll. Das war gut. Ist der schon mal weg? Gut gemacht, Heinrix. Auch du bekommst deinen Ertrag. Und Agenta, Moment, Agenta hat diesen Buff nicht? Doch, sie hat auch den Buff, okay. Der Krieger markiert ein Ziel und erhält plus 20 Rüstung und 7 Schaden auf Nahkampfangriffe gegen dieses Ziel. Ist der denn noch markiert? Hat er das noch? Nein, aber brauchen wir jetzt auch nicht zu machen, weil, scheiß drauf, wir sind so weit weg. Das macht gar keinen Sinn. So, Pascal. Pascal hat so gar nichts zu melden. Aber wir könnten... Moment, wir könnten auch heilen, oder? Zu weit entfernt, aber wir können... Wenn wir es so machen... Das geht. Boah, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, geheilt. Das Dumme ist jetzt, dass er natürlich ein bisschen doof da steht jetzt. Und wir ihn auch nicht mehr bewegen können. Diese Feuergranate kann er auch nicht werfen. Ah, ein bisschen scheiße. Wenn wir schießen... Wir probieren es einfach. Oha, er trifft! Lol, der trifft nie. Jetzt hat er getroffen, jetzt hat er aber gar keinen Schutz. Das ist natürlich maximal unglücklich. Natürlich machen wir hier den Buff. Den machen wir immer. Der hat auch nur eine Shotgun, also auf Nahkampf. Mit einer Nahkampfwumme. Tried and tested tactics are the best ones. Ja, da müssen wir durch. Okay, der hat seinen eigenen Mann auch getroffen, den Brocken da. Aber Pascal... Boah, dass der uns in der Deckung trifft, macht mich auch wahnsinnig. Jetzt kommt der schon wieder an. Oh nein, das wird übel. Junge, wie er einfach so viel daneben geschossen hat. Aber er hackt uns auch nochmal eine rein, ne? Er kann's nicht lassen. So, wir gehen mit Agenta hier hinter. Ein präziser Schuss. Guided by faith. Oh, ein guter Schuss. Ein guter Schuss. Und run and gun. Wir machen nochmal einen guten Schuss hier. Yes. Oh, ich lieb's. Der ist gleich tot. Der ist gleich tot. Idira. Ich habe eigentlich genug Vertrauen in Idira, dass sie das schafft. Mit dem Blitz würde sie ihn killen, aber wir könnten auch... Nee, keine Sichtlinie. Dann. Aber wenn wir mit Idira angreifen, treffen wir... Wieder uns? Ja. Obwohl, Moment, wir können ja mit Idira auch schießen. Ja, Mann, machen wir so einfach. Oh mein Gott, Idira, du machst mich wahnsinnig. Okay, sie kann damit nichts machen. Dann machen wir es selbst. Wir machen es selbst. Der nächste Angriff. 20% Rüstungsdurchdringung, 8 Schaden. Ignoriert 8% der Parade des Ziels. It's as good as done. So. 88% Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen. Okay, alles 88. Können wir auch Ansturm machen? Leider nicht. Okay, wir wollen es selbst erledigen. Wir erledigen ihn. Er hat uns so wehgetan. Ja, Mann, ja. Da ist er down. Genug Shuttle vernichtet. Aber unser Kampf ist natürlich noch nicht gewonnen. Wir haben hier vorne noch zwei Leute. Aber den Brocken haben wir erledigt. Boom.
Ein wirklich, wirklich harter Kampf, muss ich hier gestehen. Wir haben hier gar keine Deckung. Aber wir können jemanden anschießen. Den nicht. Er wäre tot, wenn wir treffen, aber 26% ist wenig. Ja, das dachte ich mir. Wir pushen ihn natürlich. So, Pascal, du darfst einen näher kommen, dass du mal in Deckung bist. Und dann versuch doch mal, den zu treffen. Naja, was soll's. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. My place is at the fall. Er tragen natürlich noch an, jetzt. Okay, die ballern wie verrückt, treffen aber nicht. Und ich würde sagen, ja, Agenta von da aus. Hier können wir ihn sehen, den Drecksack. Sie hat nur noch einen Schuss. Das heißt, wir schießen mal besser mit so einem. Auf den. Okay, nice tot. Und wir laden nach. Wir müssen nachladen mit ihr. Sie ist aber ein bisschen geschützt. Vielleicht kriegen wir das jetzt auch erledigt hier. So, wenn wir jetzt den Stab nehmen, müsste das eigentlich auch treffen, oder? Ja, das war's. Puh, Leute. Leute. Das war mal was. Ja, ich möchte doch eigentlich nur meine Leute zusammensammeln. Meine Truppe. Und dann möchte ich erstmal sammeln. So, das geht alles zur Fracht. Das hier sind ganz nette Nahkampfdinger. Eine Pistole, die ist aber nicht gut. Tun wir weg. Ein Ketzerjünger, ein Edelstein der dunklen Lebenskraft. Plus 4 maximale Wunden. Erfordert aber eine gewisse Überzeugung. Behalten wir aber erstmal im Inventar. So, war da schon sein Scheißzeug bei? Ja, wahrscheinlich gehörte dieser Anhänger dazu. Ah, hier ist Sergeant Malga auch noch. Er hat einfach nur so eine Billo-Pistole. Kann direkt zur Fracht, brauchen wir nicht. I always have a backup plan. So, hier hinten natürlich noch ein bisschen einsammeln. Ja, das kann. Ja, das kann gleich alles zur Fracht. Alles. Nicht so geiles Zeug, aber egal. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Oh, hier ist auch noch. Hier könnten wir auch noch gucken. Wir kamen ja von hier unten. Wir kamen von hier. Lass uns mal hier ein bisschen rumsuchen. Kann durchaus sein, dass das belohnt wird. Was ist hier? Ja, das ist unser Raumschiff eigentlich, ne? Dein Shuttle ist verbrannt und wird nie wieder fliegen. Die verkohlte Leiche auf dem Pilotensitz hält noch immer die Hebel umklammert. Ja, die Keep Wichser. Your wits about you. Diese Wichser. Der große Viadukt für den Empfang wichtiger Gäste liegt unter Trümmern begraben. Ein Desaster. Es ist ein absolutes Desaster. Aber wir sind hier fertig auf diesem Drecksplanet. Wir nehmen uns jetzt hier einen Shuttle und hauen ab. So, was ist das hier? Ist das ein gutes? Oh, das ist ein gutes Rebellen-Scharfschützengewehr. 18 bis 25 Schaden. Das ist hammergut. Das kann zur Fracht, aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann hauen wir hier ab. Ich habe die Nase voll von diesem Ort. Boah, was ein Fight, ey. Junge, Junge, da muss man sich ja ganz schön anstrengen. Aber war geil. Vor allem, weil wir es geschafft haben. Aber es war schon auch ein geiler Fight. Ein geiler Gegner.
Und damit sind wir jetzt erstmal... ja, den ganzen Scheiß los. Was sind unsere Erkenntnisse von unserem Ausflug nach Rykard Minoris? Katastrophaler Zustand des Planeten. Toter Gouverneur. Toter Sergeant aus den eigenen Reihen. So, da sind wir. Und da ist auch meine zuverlässige Allianz. Voxmeisterin Victis, lange nicht gesehen. Dem Imperator sei Dank, ihr seid am Leben, eure Lordschaft. Eure Rückkehr freut uns enorm und die Crew wird eifrig jeden eurer Befehle befolgen. Okay, zunächst einmal will ich hören, was mit der Sonne des Systems geschehen ist. Ja, stimmt, da war ja was. Wie ist die aktuelle Lage? Ja, wir reden erstmal über die Sonne. Das ist Nummer 1. Thema Nummer 1. Die Voxmeisterin stockt. Lord Captain. Wir haben gesehen, wie sich eine Reihe von Schiffen der Sonne genähert hat. Schwarze, unmenschliche Schöpfung. Gebilde aus scharfen Winkeln und Kanten. Sie haben den Stern umzingelt und dann... verzeiht, doch mir fehlen die Worte, um diesen grauenhaften Anblick zu beschreiben. Die Xenos haben die Sonne in der Leere verschwinden lassen. Der Interrogator schließt die Augen und verzieht das Gesicht. Drukhari. Du siehst, wie Abelards Miene sich ändert, als habe sich plötzlich ein Schatten auf ihn gelegt. Er reibt sich erschöpft die Schläfe. Als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Oh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Drukhari sind, aber anscheinend nicht so beliebt. Okay, Wissen Xenos hat geklappt. Es ist übrigens so, dass der Wurf bereits geklappt hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon erklärt habe, aber der Wurf hat bereits geklappt. Und deswegen steht da auch schon erfolgreich. Deswegen können wir es überhaupt aussuchen. Das passiert im Hintergrund meistens. Ansonsten steht da nämlich noch nicht erfolgreich. Aber hier hat es automatisch geklappt, weil wir eben über die 100% kommen. Könntet ihr das etwas ausführen, Heinrix? Die Xenos... Feinde der Menschheit? Ja, wir nehmen dann Wissen, oder? Heinrix nickt. Eine Sippe der Aldari. Wer sind die? Gucken wir kurz. Eine alte und hochentwickelte außerirdische Rasse, die einst die Galaxie beherrschte. Einst, aber das tun sie ja nicht mehr. Wie hochentwickelt können die schon sein? Naja, sehen wir gleich. Eine Sippe der Aldari. Die grausamsten und tückischsten ihrer Art. Das Aussehen ihrer Schiffe entspricht der Beschreibung der Voxmeisterin. Wie alle Xenos... Warum ist es so geschrieben? Vielleicht auch einfach nur aus Versehen klein geschrieben. Wie alle Xenos sind auch die Drukhari eine Seuche für die Galaxie. Doch ihre technologische Überlegenheit lässt sich nicht abstreiten. Sie verabscheuen und fürchten Warp-Hexerei, daher verlassen sie sich auf die Schöpfungen ihres kranken Intellekts. Und viele dieser Schöpfungen sind zu Dingen fähig, die für das unbedarfte Auge selbst wie Hexerei wirken. Der Diebstahl einer Sonne ist ein Beispiel, wozu sie fähig sind. Ja, okay, ich gebe zu. Dass sie die Sonne geklaut haben, muss ich eingestehen, ist schon beeindruckend. Stecken die Xenos mit Auroras Kultisten unter einer Decke? Ich möchte mehr über diese Xenos erfahren. Besteht die Chance, dass wir den Rykard-Stern retten können? Genug. Wir haben dringendere Angelegenheiten. Dringendere nicht wirklich. Okay, ich möchte mehr über die Xenos erfahren. Oha, neues Gerücht ist aufgetaucht. Heinrix blickt sich um. Die Situation erfordert ein sofortiges Handeln, Screwjob. Das heißt immer noch Lordschaft. Ja. Aber ist okay. Wir können diese Unterhaltung später fortführen, wenn ihr möchtet. Aber im Augenblick, er deutet auf das Deck, auf dem hektische Betriebsamkeit herrscht, solltet ihr wohl besser das Kommando übernehmen. Ja, hat er vielleicht recht, aber wir werden das auf jeden Fall vertiefen mit diesen Xenos. Wie ist die aktuelle Lage an Bord? Das Sanktum des Navigators ist nicht mehr leer, aber das Warp-Triebwerk weigert sich immer noch, die Befehle der Maschinenseher zu befolgen. Wir können also derzeit keinen Warp-Sprung durchführen.
Pascals Stimme summt besorgt aus seinem Vox. Es ist vielleicht verärgert oder beklagt seine erlittenen Verletzungen. Ich werde umgehend einen Gebetsgottesdienst in die Wege leiten. Sollte der Omnisaya mir Einsicht gewähren, kann ich den Maschinengeist dieses Schiffs besänftigen. Okay, sehr gut. Guter Mann. Ja, da so jemanden brauchen wir, der Lösungen parat hat und mich nicht hier mit Problemen vollquatscht. Pascal, guter Mann. Okay, warum habt ihr kein Shuttle geschickt, um mich von dem Planeten zu holen? Was geht gerade auf dem Planeten vor? Besteht irgendeine Hoffnung, den Planeten zurückzuerobern? Ja, warum sie kein Shuttle geschickt haben, ist, glaube ich, offensichtlich. Brauchen wir nicht zu fragen. Ich meine, die hatten, glaube ich, hier genug zu tun. Besteht irgendeine Hoffnung, den Planeten zurückzuerobern? Ich fürchte, Rikard Minoris ist verloren. Die Lage wird minütlich schlimmer. Wir müssen das System so bald wie möglich verlassen. Jo, das war's mit Minoris. Allerdings gibt es immer noch Menschen auf dem Planeten, die der Ketzerei nicht erlegen sind und Rettung verdienen. Neben unseren wenigen eigenen Shuttles haben wir noch die aus dem Raumhafen. Okay, Agenta wird's wahrscheinlich nicht so gut finden. Die dunklen Augen der Schwester der Schlacht blitzen auf. Wir müssen so viele wie möglich retten. Oh doch, sie will alle retten. Das alles ist nicht ohne Grund geschehen. Die heilige Agenta, deren Namen ich mit Ehrfurcht und auch Verzagtheit trage, ist dafür bekannt, Bewohner einer sterbenden Welt durch die Macht des Gebets zu retten. Der Gottimperator selbst entsandte einen Stern vom Himmel, der die Heilige und ihre Anhänger emporhob, weg von Korruption und Tod. Wir müssen genauso handeln und mit aller Anstrengung diese Menschen retten, die genau jetzt in der Hoffnung auf Erlösung flehentlich zum Himmel blicken. Fehlgeleitet sind sie ja nicht. Deswegen wollen wir sie ja retten. Das Leben von Bauern hat nur geringen Wert. Unser Hauptziel ist das heilige Relikt. Der wundersame Fusionsreaktor und die Elektropriester, die es bewachen und sich darum kümmern. Abela runzelt die Stirn. Jeden Augenblick, den wir in der Nähe der sterbenden Welt verbringen, setzen wir uns einem Risiko aus. Euer Leben, Lord Captain, ist weitaus wertvoller als ganz Rikard Minoris. Dem kann ich nur zustimmen. Die Dynastie von Valancius darf nicht untergehen. Und daher, so bedauernswert das auch ist, müssen wir jede Idee einer Evakuierung ausschließen. Heinrichs tiefe, dunkle Augen fixieren dich. Diese Welt ist dem Untergang geweiht, genau wie ihre Bewohner. Das Verschwinden des Sterns war der letzte Schritt Richtung Tod, das Finale der Pläne des Kults der letzten Dämmerung. Ich war einmal Zeuge eines ähnlichen Ereignisses auf einer Welt, die sich den Dienern des Erzfeindes ergeben hatte, so dass die Korruption zu tief eingedrungen war. In diesem Moment verbeugen sich Millionen vor jene, die ihnen Erlösung versprochen haben, und übergeben ihre Seele willentlich dem Chaos. Und dieses Opfer ist groß genug, um eine Dämonenwelt hervorzubringen. Unsere einzige Hoffnung, diesen Prozess aufzuhalten, besteht darin, uns in sicherer Distanz zu dem Planeten zurückzuziehen und von dort gezielt das Kloster der Elektropriester zu bombardieren. Wenn wir den Reaktor sprengen, kommt es zu einer thermonuklearen Reaktion. Der Sauerstoff der Welt verdampft, die gesamte Biosphäre stirbt. Wir bewahren dadurch Millionen von Seelen vor einem weit schlimmeren Schicksal als dem Tod. Und wir verhindern, dass Rikard Minoris zu einem Außenposten des Erzfeindes wird. Alter, die haben alle bringen jetzt ihre Vorschläge ein. Junge, Junge. Agenta will so viele retten wie möglich. Pascal will seine bescheuerten Elektropriester retten, aber die anderen nicht. Abela sagt, wir sollen einfach abhauen. Heinrichs will den kompletten Planeten mit einem Schuss quasi auslöschen? Meine Fresse. Cassia, welches Schicksal ihr auch für diese Welt beschließt, ihr solltet euch beeilen, Lord Captain. Der Planet brennt in tobenden Blitzen aus Rot und Violett. Das sehe ich sogar aus dem Orbit. Genau wie ich sehe, dass der Sturm uns bereits erreicht hat. Mit jedem Moment, den wir zögern, wird es schwieriger und gefährlicher, das Schiff durch die turbulenten Strömungen des Warp zu steuern. Ich halte in diesen Sachen zu dem Fräulein. Genug geredet. Wir müssen von hier verschwinden, solange wir noch können.
Ach du Scheiße. Okay, wir entscheiden jetzt. Warum können wir nicht versuchen, zumindest einige der Leute zu retten? Welche Bewohner des Planeten können wir evakuieren? Legt einen optimalen Kurs fest und führt einen Orbitalschlag auf das Kloster der Elektropriester durch. Rikard Minoris muss fallen. Wir werden keine Zeit für diese Welt verschwenden. Zieht euch zurück und bereitet den Übertritt in den Warp vor. Scheiße, das ist eine harte Entscheidung. Also das ist mal wirklich eine harte Entscheidung. Das ist nicht so eine Entscheidung, wo dir das PR-Team der Entwickler sagt, eure Aussagen und eure Dialoge haben Konsequenzen und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, dann sagt er drei andere Sätze und das Spiel geht genauso weiter. Nein, wir können hier eine komplette Welt auslöschen. Ja, wir können auch einfach abhauen und die Welt sich selbst überlassen. Wer weiß, was dann passiert mit der Welt. Es kann ja dann später noch zu einem Problem werden vielleicht. Wir können versuchen, den Helden zu spielen und so viele wie möglich zu evakuieren. Oder wir retten die Elektropriester. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schwer es mir fällt, ich würde die Dogmatiker-Option nehmen und den Orbitalschlag ausführen. Und den Planeten zerstören. Weil an sich ist dieser Planet ja nicht mehr zu retten. Die Sonne ist weg, die Bewohner... Was soll man da machen? Die sind am Arsch. Die werden sich irgendwann, wie gesagt, der Korruption ergeben. Ich weiß, dass Argenta das nicht gut finden wird. Ich weiß auch, dass Pascal das absolut nicht gut finden wird, wenn wir seine Elektropriester killen. Heinrichs wird es gut finden, dem ich eigentlich gar nicht über den Weg traue. Abelard weiß ich nicht. Der wird es wahrscheinlich eher positiv auffassen. Cassia und Edira scheint es komplett egal zu sein. Wir zerstören den Planeten. Legt einen optimalen Kurs fest und führt einen Orbitalschlag auf das Kloster der Elektropriester durch. Rikard Minoris muss fallen. Jawohl, Lord Captain. Ich werde Navigation und Artilleriedecks umgehend von dem Manöver in Kenntnis setzen. Dogmatiker auf jeden Fall plus 15. Heinrichs neigt seinen Kopf. Richtig entschieden, Lord Captain. Möge der Heilige Exterminatus diesen Pfuhl der Korruption auslöschen. Oh, oh, oh. Ich glaube, das war trotzdem... Also er ist auf jeden Fall begeistert, Heinrichs. Die anderen sind aber gar nicht angepisst gewesen. Die Brücke ist in Aufruhr. Die Gebete der Technomaten überlagern sich zu einer sinnlosen Kakophonie, während Servitoren hastig an der Entfernung verkrusteter heiliger Salben aus den Komponenten des Warp-Antriebs arbeiten. Inmitten dieses Tumults steht Pascal mit einem Data-Block in seinen Händen und scheint von dem wilden Treiben um sich herum nichts mitzubekommen. Okay, ja, der... Ich finde es auch krass, dass sie irgendwelche Salben auf die Maschinen schmieren und so. Er ist schon ein bisschen weird auch, aber okay. Was geht hier vor? Magos, warum übernehmt ihr nicht die Kontrolle über die Technomaten? Ihre Hilfe würde das Ganze gewiss beschleunigen. Pascal, das ist jetzt euer Schiff und euer Tempel. Also verhaltet euch so, verdammter Cock. Aber COG geschrieben, der Cock. Magos, wenn ihr diese Situation nicht unter Kontrolle bringt, werden wir alle sterben. Beeilt euch. Crew, was Magos Hanyaman sagt, gilt. Pascal, ich darf euch bitten, euch dieser Sache anzunehmen. Danke, eure Lordschaft. Ihr habt recht. Pascals Stimme verändert sich, als er sich an die Crew wendet. Er spricht nun mit Autorität und Entschlossenheit. Tech-Kameraden, alles hört auf meine Anweisung. Okay, so muss es sein. Pascal, vielleicht ein bisschen angepisst, weil wir Rikard Minoris zerstört haben oder zerstören werden. Ich weiß ja noch nicht, ob es schon passiert ist. Aber das wird ihm natürlich gefallen, dass er jetzt hier der Chef von denen ist. Und das soll auch so sein. Ich glaube, das ist ein fähiger Dude, den wir hier haben. Das Chaos endet augenblicklich und die Aktionen der Crew folgen einer nicht wahrnehmbaren Logik. Die Diener des Omnisaya arbeiten mit einem Mal synchron und das binärische Gesetz mündet in einer Sinfonie von Berichten, die der Magus koordiniert wie ein geschickter Dirigent. Ja, sehr gut. Einmal ein ernstes Wort von Pascal und es läuft.
Bemerkenswerte Arbeit, Pascal. Der Omnisaya lenkt mich. Die Gebete der Tech-Priester rund um den Kogitator übertönen fast die Geräusche der betriebsamen Brücke hinter dir. Pascal studiert konzentriert den Datablock in seinen Händen und streckt einen Michandriten in deine Richtung. Bitte nehmt euren Platz am Kogitator ein, Lord Captain. Erklärt mir zuerst mal, was wir da machen. Ich habe beim Studium der Daten einen Maschinenknoten entdeckt, den die Sabotage der Ketzer beschädigt hatten. Die Funktionalität des Warp-Sextanten wurde gestört und der Geist des Schiffs, entzündet durch die Störung des Betriebsrituals, lehnt nun dessen Berechnung ab. Ich habe einen Weg gesucht, diesen Fehler zu beheben und denke, dass dafür eure Beteiligung vonnöten ist. Die Kogitator-Systeme dieses Tempels des Omnisaya unterstehen der Hülle derer Speicher der Maschine dient, die wir hier vor uns sehen. Eine Maschine, die für eure Vorgängerin gebaut wurde und bei ihren Berechnungen die biologischen Signaturen dynastischen Bluts einsetzt. Okay. Eine sehr komplizierte Maschine. Die Geister müssen den Herrn des Schiffs erkennen und sich seinem Willen unterwerfen müssen. Also es ist wirklich so, ne? Die haben alle, diese ganzen Maschinen scheinen ja lebendig zu sein. Es ist unglaublich. Dieses Universum fasziniert mich immer wieder. Das letzte Wort spricht Pascal mit einem leichten Zittern in seiner künstlichen Stimme. Müssten, ja. Und Willen unterwerfen müssten. Dieses Müssten klang alles andere als überzeugend. Lord Captain knistert es aus Pascals Vox, teils Seufzen, teils Interferenz. Ich habe mich immer noch nicht an dieses Raumschiff gewöhnt. Die Akolyten hier haben ihre eigenen Bräuche im Umgang mit den Maschinengeistern entwickelt. Sie kennen mich nicht und sie benutzen einen wenig bekannten Dialekt, der Lingua Technis. Kurz gucken. Eine Sammlung von Dialekten von... Okay, das ist einfach nur so ein Ausdruck. Ich vertraue auf den Omnisaya und die Korrektheit meiner Datenanalyse. Wir haben eine Chance, den Geist des Schiffs zu besänftigen. Na, dann gehen wir halt dahin. Wenn's denn sein muss. Die enorme Maschine vor dir wird von Dutzenden von Wittbildschirmen und Hunderten von Lumens erleuchtet. Die blinkenden Lichter und die endlosen Symbole und Ziffern auf dem grünen Hintergrund lassen deine Augen tränen. Und in den Tiefen deines Geistes spürst du eine vage Unruhe, die typische Reaktion eines Laien, der mit der Großartigkeit der Schöpfung des Omnisaya konfrontiert wird. Unter den zahlreichen Steuerungselementen bemerkst du das Maul einer Cyber-Gargoyle, genau wie am Tor zur Handelsbriefskammer. Holy shit. Okay. In Pascals Stimme liegt plötzlich ein gebieterischer Nachdruck. Diener des Maschinengotts, hört meinen Befehl. Akolyten, bereitet die Räucherwerkbestückung für die Liturgie zur Versöhnung mit dem Maschinengeist vor. Leitende Technomaten, sprecht das Gebet zur Erzeugung eines aktuellen Datenberichts. Alle Operationen erhalten als Markierung das kampanologische Protokoll. Freut euch, Omnisaya. Okay. Ich muss euch zur Sicherheit informieren, dass die vollständige Neumontage des Warp-Sextanten sowie die Aktualisierung seiner Datenschmied-Segen erforderlich sind. Alter, diese Pfeils macht mich so fertig. Erfolgt das nicht, könnte die Gesamtmenge der Berechnungsfehler zur Zerstörung der Datenkrypten führen. Aber da wir keine 100 Stunden zur Verfügung haben, werden wir wohl auf die Prozedur verzichten. Pascal blickt nach unten auf den Datenblock in seinen Händen. Eine kleinere Abweichung vom Betriebsritual zur Besänftigung des Geistes. Okay, eine kleine Abweichung, aber ob die mir gefällt, das weiß ich noch nicht. Okay. Eine Abweichung vom Betriebsritual. Das klingt verdächtig, vor allem von euch. Sagen wir mal. Das Dogma verlangt, dass die korrekten Rituale der Reinigung und der Neumontage an dem Warp-Sextanten durchgeführt werden. Das ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess. Pascal zögert und fährt dann fort. Unsere besten Chancen bestehen darin, die heiligen
die heilige Prohibition des direkten Kontaktes mit der Leitung der Antriebskraft zu umgehen. Das ist schneller und weniger orthodox. Okay, das Leben der gesamten Crew hängt davon ab, dass ich den Geist des Schiffs davon überzeuge, einen defekten Komponenten zu starten. Ist das richtig? Eure Interpretation grenzt an Tech-Ketzerei. Aber angesichts eures Rangs werde ich dennoch antworten, Lord Captain. Für einen Laien habt ihr unsere Situation relativ präzise beschrieben. Ich setze meine Hoffnung auf seine Offenbarung und bitte demütig um seine Führung. Okay, er sagt, ja, ist schon nah an der Ketzerei, aber hast schon recht. Okay, was muss ich machen? Legt eure Hand in den Hals des Cogitator-Wächters, die Cyber-Gargoyle, die die verbotenen Datenkrypten bewacht. Das dynastische Blut aus euren Venen dient als Schlüssel zum Datenkern, wo der Maschinengeist wohnt. Zu ihm beten wir, damit wir das Schutzprotokoll für defekte Verbindungen umgehen und den Warp-Sextanten starten können. Pascals Stimme wird leiser. Die Gesetze des Omnisaya kennen keine Ausnahmen. Und darum bleibe ich bei diesem Ritual an eurer Seite, um den zornigen Maschinengeist zu beschwichtigen, in dessen Heimstatt ihr eindringt. Folgt meiner Liturgie, Lord Captain, auf dass wir seinen Segen erhalten mögen. Okay. Hört mal, könnt ihr das alles nicht ohne mich machen? Nein, wir machen das jetzt. Deine Hand in das Maul der Cyber-Gargoyle legen. Let's go. Die Metallkiefer schnappen über deine Hand zu und brechen deine zarte Körperhülle auf, so dass sich warme rote Flüssigkeit in die Ablaufrinne ergießt. Gleichzeitig ändert sich das Blut auf dem Wittbildschirm vor dir. Das Bild auf dem Wittbildschirm. Ist es alles so blutig? Okay, das Drecksding hat mir gerade in die Hand gebissen. Habe ich das richtig verstanden? Naja. Okay. Muss ich jetzt nicht vorlesen, oder? Das ist alles irgendein Gedöns. Auf dem Bildschirm deuten. Was bedeutet das alles? Beim Geräusch deiner Stimme erzittert der Diener des Cogitators, dessen bronzegebundenes Skelett in das Gehäuse des Cogitators integriert ist. Mit einem Knirschen dreht er dir den Kopf zu und verharrt dann in dieser Position. Okay. Leider sehen wir das nicht visuell, aber gut, wir stellen es uns vor. Wohlgesonnener Code. Ein Stimmrezeptor. Pascal lässt eine Sequenz von binärischen Signalen erklingen und schweigt dann einige Sekunden. Ich vermute, dass sich der Defekt im Analysatorblock befindet. Ich registriere eine Reaktion auf das Signal, aber keine verarbeitete Antwort. Ein vorübergehender Override ist zulässig. Der Magos studiert konzentriert den Wittbildschirm. Die Hülle wurde auf einer mir unbekannten Fabrikwelt gebaut. Initialisiere Standardanrufung des Maschinengeists. Pascal lehnt sich über das angrenzende Instrumentenfeld und legt seine Hände in die Steuerung. Gleichzeitig strömt leise eine Abfolge von Maschinencode aus seinem Vox. Okay. Finger ausstrecken und die Taste auf der Instrumententafel berühren. Kraft meiner Autorität widerrufe ich das Unversetzungs... Brauchen wir nicht. Wir fragen, was wir jetzt machen sollen. Lord Captain, ich bitte euch jetzt, den Maschinengeist anzusprechen. Er teilt den folgenden Befehl. Kraft meiner Autorität widerrufe ich das Unverletzlichkeitsprotokoll des Warp-Antriebs. Werks. Der Stimmrezeptor wird die Stimmwiedergabe oder die Stimmeingabe erhalten. Ohne eure Vorgabe wird der Maschinengeist die Daten vom Warp-Sextanten nicht akzeptieren. Okay, dann sagen wir das, ne? Kraft meiner Autorität widerrufe ich das Unverletzlichkeitsprotokoll des Warp-Triebwerks. Oh, oh. Ist es ruhiger geworden? Einer der Wittbildschirme des Cogitators wird rot. Pascal bemerkt das, hebt die Hand und gibt dadurch den übrigen Tech-Priestern ein Signal. Dann zieht er einen Anschluss aus seinen Ärmel und verbindet ihn mit der Maschine. Diener des Omnisaya bringt nun dem Maschinengeist gereinigte Datenkrypten als Opfer dar, auf dass er gefüllt werde mit ihren wahren und kalibrierten Daten. Der Omnisaya sei unserer Seele gnädig.
In demütiger Feierlichkeit opfern die Akolyten die gereinigten Datenkrypten der Reihe nach dem Warp-Triebwerk und wiederholen dabei erhebende Gebete. Nachdem Pascal die Kontakte mit heiligem Balsam gesalbt hat, steckt er sie in die Buchse des Kogitators. Dir wird schwindelig von den übel riechenden Rauchwolken der heiligen Rauchgefäße und von dem Blutverlust, den die Cyber-Gargoyle weiterhin bei dir verursacht. Und die Welt verschwimmt vor deinen Augen. Okay. Also die Dinger, die die da schwingen, es sieht ja auch so ein bisschen wie Weihrauch aus. Ne? Das stinkt ja auch wie Scheiße. Okay, jetzt kommt er. Lasset diesen Mechanismus in erneuerter Reinheit erwachen. Pascal gibt eine Reihe von Befehlen ein, hebt den Kopf und beobachtet die Wittbildschirme. Plötzlich hält er abrupt inne. Nein. Seine Finger fliegen über die Befehlsruhen und geben einen Befehl nach dem anderen ein. Seine Mechandriten ziehen mit klickenden Zangen Hebel und Hebel. Die Wittbildschirme füllen sich mit Symbolreihen. Für dich komplett unverständlich, aber der Magos kann eindeutig etwas damit anfangen. Aber das sieht nicht gut aus. Ist alles in Ordnung, Magos? Noch einige Sekunden sprühen aus einer der mit dem Kogitator verbundenen Datenkrypten plötzlich Funken. Einen Moment später tut es ihr eine zweite gleich. Und schon geht die nächste in Flammen auf und sondert übelriechenden Rauch ab. Um dich herum brechen die Diener des Omnisaya ihre Gebete ab und jemand fängt hektisch an zu flehen. Pascal sagt krächzend und bedauernd, die Menge der Fehler in den Berechnungen der Warp-Sextanten zerstört die Datenspeicher. Das Opfer hat den Geist des Schiffs nicht besänftigt. Das Warp-Triebwerk kann nicht mit Antriebskraft gefüllt werden. Wir sitzen in der Falle. Einen Augenblick später fährt der Magos unsicher fort. Vielleicht könnte ein alternatives Razor-Protokoll oder ein Notfallstart der Hilfe spulen. Der Techpriester beugt sich über den Kogitator, aber etwas in seiner Haltung und seinen Bewegungen verrät seine Verzweiflung. Während sich die anderen Wittbildschirme mit immer mehr Symbolen füllen, blinkt der Monitor vor dir und sein statisches Bild verändert sich. Pascal ist zu sehr in sein Ritual vertieft, um es zu bemerken. Die Informationen auf dem Bildschirm lesen? Magos hält mir einen Augenblick, wenn ich bitten darf. Wir lesen es mal selbst. Alles klar. Entstörung registriert, Störung registriert. Maschinengeist, könnt ihr mich hören? Magos, wir fragen mal ihn lieber, ne? Ich habe hier ja gar keine Ahnung. Einen Augenblick bitte. Pascal wendet sich dir zu. Sein flackernder Visor lässt auf seine Nervosität schließen. Lord Captain, ich... Er verstummt, als er den Wittbildschirm erblickt. Verzerrte Übertragungen aus dem Datenkern. Höchstwahrscheinlich die restlichen kognitiven Funktionen der eingebauten Servitoren. Omnisaya schütze uns vor den Maschinengeistern. Er setzt seine Arbeit an den Befehlsruhen des Kogitators fort. Anfrage? Welche Anfrage? Maschinengeist, könnt ihr mich hören? Der Diener des Kogitators ächzt leise in seinen Gelenken. Doch das Geräusch wird von den binärischen Hymnen und der Eingabe der Befehlsruhen komplett überlagert. Okay, ich weiß ehrlich nicht, was ich hiermit anfangen soll. Verletzung, Rettung, Anfrage. Rettung? Ja, Maschinengeist, rette uns. Maschinengeist, hier spricht der Lord Captain dieses Schiffs. Gehorcht mir und startet den Warp, das Warp-Triebwerk. Oh, heiliger Maschinengeist, im Namen des Omnisaya und des Imperators, offenbart uns eure Macht und schützt uns vor dem Untergang. Das sagen wir. Das ist gut. Nutzloser Schrotthaufen werden wir natürlich nicht sagen. Aber wir erwähnen den Omnisaya. Vielleicht hat das ja Auswirkungen. Pascal unterstützt die von dir transportierten Gefühle mit einer triumphierenden binärischen Hymne. Pascals nächste Vokalisierung bleibt ungesagt, als er sieht, wie sich die Wittbildschirme der Reihe nach stabilisieren. Die rasenden Zeichenreihen auf dem grünen Hintergrund werden ersetzt durch stabile Bilder oder sich regelmäßig aktualisierenden Statusberichten. Nur ein Monitor bleibt unerklärlicherweise rot. Das Vox des Techpriesters knistert geschockt,
aber sein Bericht ist so präzise und klinisch wie immer. Registriere. Warp-Sextant aktiviert. Registriere. Datenstrom stabilisiert sich. Registriere. Keine Datenfehler gefunden. Melde. Warp-Triebwerk bereit für Übertritt. Ah ja. Man muss halt einfach, da muss einfach mal der Chef so von Boss zu Boss muss einfach mal geredet werden, dann klappt das schon. Nach einer Pause fügt Pascal hinzu, ich melde zudem Hinweise auf ein Wunder der Kategorie 3 für das Kriterium. Okay. Ihr sollt bezeugen, den Mechanismus, der in Verherrlichung seiner Funktion und Missachtung seiner Deaktivierung seine Arbeit verrichtet. Ravor? Wo kommt er denn jetzt her? Lord Captain? Achso, der spricht vielleicht über ein Vox-Gerät zu uns, ne? Lord Captain, hier Ravor. Die Crew hat die vorhin erteilten Befehle fast ausgeführt. Und ich habe gerade mit den Maschinenhallen... Okay, mit den Maschinenhallen gesprochen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber das Warp-Triebwerk läuft und ist einsatzbereit. Wir können den Übertritt in den Warp einleiten, eure Lordschaft. Ravor kontaktieren. Hier spricht Lord Captain. Ich erteile hiermit den Befehl, den Übertritt in den Warp einzuleiten. Was ist gerade passiert? Ja, das fragen wir erstmal Pascal. Was ist gerade passiert? Wir können ja gleich auch noch ihm Bescheid sagen. Pascal hält kurz inne. Ich vermute, der Geist des Schiffs hat unsere Gebete gehört und eingegriffen. Er hat die Macht des Omnisaya beschworen und etwas getan, das meine Vorstellungskraft übersteigt. Anscheinend nimmt der Omnisaya die Stärke eures Glaubens wahr und kennt sie, Pascal. Andernfalls hätte dieses Wunder nicht gewirkt. Hä? Das waren doch wir. Okay, mit seiner Hilfe natürlich. Ich hatte erwartet, dass ihr mein Schiff selbst rettet, statt um ein Wunder zu beten. Nein, so sind wir nicht. Wir sagen schon, wir loben ihn jetzt auch mal, dass wir nicht tot sind. Hoffentlich gewährt er mir eine Offenbarung, damit ich die Natur dieses Wunders verstehe. Pascal Vox summt voller Erstaunen und einem jubelnden Unterton. Ich weiß nur wenig über die heilige Maschine des Omnisaya, aber das auf dem Bildschirm sah merkwürdig aus. Ja. Eine nicht standardisierte Ausgabe von im Datenkern verlorenen Informationen. Die als Datenverbindung benutzten Servitoren sind nicht vollständig lobotomisiert. Fragmente ihrer Gedanken können sogar im reinen Code vorkommen. Pascal verstummt und versinkt in seinen Gedanken. Okay, Ravor kontaktieren. Bereit machen zum Warpsprung. Wir warten nur darauf, dass ihr den Thron des Captains besteigt, Lord Captain. Der Imperator beschütze uns. Yes. Nächste Problem gelöst. Das dürfte Rikard Minoris sein. Von Valencia's flagship made its way out of the doomed star system. As the void ship plunged deeper into the Corona's expanse, the rogue trader's subjects bid a formal farewell to the late head of the dynasty, Theodora von Valencius. Having paid their last respects, the crew gathered their strength and braced themselves for whatever was to come next.
Kapitel 1 abgeschlossen. Da sind wir wieder alle. Voxmeisterin Victis, Lord Captain, gestatte mir zu berichten. Unsere Reise durch den Warp nähert sich ihrem Ende. Lady Navigator Arzelio hat mich informiert, dass wir den Punkt erreicht haben, an dem wir im Furibundus-System in den Realraum wechseln können. Die Lady Navigator und ihre Piloten warten auf eure Freigabe, um den Prozess einzuleiten. Im Furibundus-System befindet sich Footfall, der einzige Außenposten des Imperiums in der Coronus-Ausdehnung mit einem funktionierenden Landeplatz. Ja gut, der Reichardt Minoris funktioniert ja nicht mehr, hat sie schon recht. Die Tech-Priester flehen euch an, Erbarmen mit dem vom Warp erschöpften Maschinen zu haben und den Dienern des Omnisire zu gestatten, die Wunden des Raumschiffs im Dock zu heilen. Die Gebete und Rituale werden einige Tage in Anspruch nehmen, die unsere astropathischer Chor dazu nutzen wird, Verbindung mit den Primärwelten eures Protektorats aufzunehmen. Dragonus, Janus und Kiava Gamma. Ich habe keinen Plan, was sie da erzählt. Meister Zachary Weiss hat eine Einladung, hat eine Einladung wiederhergestellt, die zuvor im Immaterium dahintrieb. Was ist ein Immaterium? Eine alternative Dimension aus reiner Energie und Wahnsinn, die als Spiegel des Realraums existiert, der auch als Immaterium... haben wir das nicht schon mal gelesen? Ich glaube schon. Der Lehnsherr von Footfall ersucht in aller Demut um eine Audienz beim Freihändler der Dynastie von Valancius. Laut Meister Zachary hatte die Nachricht einen flehenden Unterton. Ich zitiere, anscheinend ist dem Lehnsherrn an einem möglichst baldigen Treffen gelegen. Okay. Footfall, der Ort, wo Sünde und Heiligkeit Hand in Hand gehen. Okay, neue Quest. Wir behalten das mal im Auge, hier ist passiert ein bisschen was. Okay, das war's. So, nochmal. Footfall, der Ort, wo Sünde und Heiligkeit Hand in Hand gehen. Reverend Hieronymus Doloroso, ja, wird höchstwahrscheinlich erwarten, dass ich ihn besuche. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit euch sprechen möchte, Screwjob. Ich werde euer Schiff nach unserer Ankunft auf Footfall verlassen, Screwjob. Anschließend könnt ihr die Aufgabe des Großinquisitors als abgeschlossen betrachten. Okay, er war auf jeden Fall nützlich im Kampf. Eure Lordschaft, der junge Evain Winterzunder, lässt seine Dankbarkeit für eure Gastfreundschaft und die Rettung von dem sicheren Tode übermitteln. Er will eure Gunst nicht überbeanspruchen. Und darum in Footfall von Bord gehen. Lord Evain schwört, dass er seine Schuld euch gegenüber nicht vergessen wird. Ich informiere den Freihändler hiermit darüber, dass diese Einheit während eines umfassenden Ritus der Systeminspektion Datencluster innerhalb des Kogitators des Captain entdeckt hat, die durch eine persönliche Chiffre und ein Sakrament der algorithmischen Autorisierung vor neugierigen Augen verborgen werden. Alter, guck mal, was der hier für Wörter benutzt. Wie soll man da nicht ins Stocken geraten? Einheit Screwjob von Valancius wurde auf die Zugangsliste gesetzt. Ihr wurde die ID Hüter 2 zugewiesen. Warum nicht Hüter 1? Naja. Die Einheit kann auf die Daten auf dem Kogitator des Captains zugreifen, sofern sie den Dechiffrierungsschlüssel besitzt. Du bemerkst einen Anflug von etwas wie Neugier in Pascals mechanischer Stimme. Okay, wir haben ein bisschen was zu erzählen noch, hä? Verlasst ihr uns, Heinrix? Geheiminformation, neue Quest. Die Absprache zwischen dem Großinquisitor... Alter, was ist denn hier los? Warum kriegen wir so viele neue Quests auf einmal? Wir sind noch nicht mal wirklich angekommen hier. Die Absprache zwischen dem Großinquisitor und eurer Vorgängerin lautete, dass ich nach Footfall gebracht werde, nicht weiter. Ich wage es nicht, eure Großzügigkeit und Geduld noch mehr in Anspruch zu nehmen als bisher, Screwjob.
Okay, ihr seid ein fähiger Kämpfer. Ich könnte solche Männer gebrauchen. Was sagt ihr? Wollen wir eure Zugehörigkeit zu meinem Gefolge verlängern? Wäre ne möglich, ich traue ihm aber nicht, Mann. Ich will ihn aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht abgeben, weil der schon ganz gut ist und auch extrem nice Buffs und so hat und im Kampf sehr nützlich ist. Außerdem haben wir seinen Ratschlag befolgt und Rikard Minoris in die Luft gesprengt. Wem soll ich das also in die Schuhe schieben, wenn es mal drauf ankommt? So, endlich. Mein Wohlwollen und meine Geduld waren beide fast erschöpft. Ich hoffe, wir begegnen uns wieder. Ich freue mich immer, einen wahren Diener des Imperators an Bord meines Schiffs begrüßen zu können. Oder sagen wir das? Nee, wir sagen, dass er ruhig gehen soll. Ich weiß nicht, ob der dann für immer weg ist oder ob wir ihn vielleicht trotzdem noch wiederbekommen. War schwer zu sagen, Mann. Auf der anderen Seite will ich ihn auch nicht weghaben. Eins von den beiden. Aber wenn es sein Wunsch ist, darf er auch gehen. Ja, komm. Heinrix mustert dich mit einem neugierigen Blick und lächelt höflich. Der Interrogator der Inquisition hört selten solche Worte. Danke für eure Gastfreundschaft, Screwjob. Das werde ich nicht vergessen. Okay. Anscheinend ist er hier... Naja, er weiß ja, er hat auch ein Geheimnis, ne, der Drecksack. Ich traue ihm einfach nicht. Ich traue ihm trotzdem nicht. Agenta, wer ist dieser Referent Hieronymus, der mit mir sprechen möchte? Victus, erzählt mir etwas über das System, in dem wir ankommen werden. Was muss ich über Footfall wissen? Footfall ist nur eine kurze Zwischensituation. Was kommt danach? Abelard, wisst ihr etwas über den Lehnsherrn von Footfall? Sagt der Lady Navigator, ich erteile die Freigabe zum Übertritt. Und warum will der Lehnsherr unbedingt mit mir sprechen? Naja, wir werden erstmal über das System mit unserer Voxmeisterin reden. Furibundus ist wegen seiner unmittelbaren Nähe zum Schlund von Bedeutung. Was ist denn der Schlund? Das sagt ihr mir hier nicht, hä? Achso, hier sagt sie's. Dem Tor zum Imperium. Am bekanntesten dort dürfte wohl Footfall sein. Die Hauptbasis für Händler, Freibeuter und Freihändler, die in der Coronus-Ausdehnung tätig sind. Außerdem wird der Stern selbst von einer Station des Adeptus Mechanicus umkreist, zu der Fremde aber keinen Zutritt haben. Altar Tempolum Kalaxis Ext 17. Ich hatte die Ehre, mich einige tausend Zyklen um diesen Schrein zu kümmern. Ihr solltet euch fernhalten, denn die meisten Tech-Kameraden auf der Station sind mit meditativen Berechnungen beschäftigt, die nicht unterbrochen werden sollten. Okay, gut. Pascal kennt sich einfach aus. Er kann halt nicht aufhören, irgendwelche kryptischen Worte zu benutzen, aber er kennt sich aus. Was muss ich über Footfall wissen? Es ist der größte Hafen und das Handelszentrum der Coronus-Ausdehnung. In seinem Dock können wir das Raumschiff inspizieren und reparieren und es verfügt über einen eigenen astropathischen Chor, der Kommunikationsnexus der Coronus-Ausdehnung. Von Privatverstecken, Schmuggellagern und Hauptquartieren von einem Dutzend Banden, Gruppen und Gruppierungen ganz zu schweigen. Das Imperium benutzt es als seinen Außenposten in der Coronus-Ausdehnung. Die Randgebiete des Territoriums der Menschen ähnelt nur selten den zentralen Welten. Aber solange Footfall im Rahmen seiner Möglichkeiten dem Gott-Imperator dient, gilt es weiterhin als Zitadelle des Imperiums. Ich habe allerdings gehört, dass der Zehnt, den es schickt, unterwältigend sein soll. Vorsichtig ausgedrückt, okay. Aufgrund seiner Abgelegenheit hat Footfall eigene Regeln und Gebräuche entwickelt. Viele der dort erhältlichen Waren würden im Herz des Imperiums als Ketzerei gelten, die mit Hinrichtungen ohne Prozess geahndet wird. Zudem ist Footfall das Reich der Freihändler, die bestimmte imperiale Gesetze durch ihren Handelsbrief umgehen. Okay. Agenta, wer ist dieser Reverend Hieronymus, der mit mir reden möchte? Er leitet die Mission der Drusianer. Gucken wir auch mal kurz, was das wieder ist. Anhänger des Kults der heiligen Drusus, eines legendären Helden des Anju-Kreuzzugs,
der den Kalixis-Sektor für das Imperium der Menschheit gründete. Okay. Alles klar. Er leitet die Mission der Drusianer auf Footfall und ist einer der wichtigsten Geistlichen im Sektor. Ein Besuch bei ihm ist jedem treuen Diener des Imperators anzuraten. Ich habe seine Mission unterstützt, bevor ich mich Lady Theodora auf ihrer Reise angeschlossen habe. Ich benötige seinen Segen, um den neuen Freihändler der Dynastie von Valancius zu begleiten. Wenn ihr mich an Bord eures Raumschiffs haben wollt, müssen wir Reverend Hieronymus aufsuchen. Ja gut, da kommen wir nicht dran vorbei. Also Argenta will ich auf jeden Fall hier weiter bei mir haben. Das steht fest. Das heißt, ein Ziel ist auf jeden Fall der Reverend. So, Footfall ist neue Zwischenstation. Abelard, wisst ihr etwas über den Lehnsherrn von Footfall? Vladaim? Vladaim, ja? Tokara. Vladaim Kotara ist ein sehr besonderer junger Mann. Betrachtet euer bevorstehendes Gespräch als Feuertaufe in der politischen Arena von Footfall. Man spricht nicht offen darüber, aber Lehnsherr Tokara ist der ernannte Vertreter der Kasbalika-Mission. Was ist das? Der Footfall-Orden, eines der erfolgreichsten Verbrechersyndikate im Imperium der Menschheit. Was? Wie bitte? Man redet nicht offen darüber, okay, aber er ist der ernannte Vertreter von Verbrechern, alles klar. Des größten Räuberbaron-Verbrechersyndikats im Kalaxis-Sektor. Dessen Spezialgebiet ist der Kalthandel. Der Kauf und Verkauf aller Arten von Xenos-Müll. Ah, okay. Also macht er eigentlich hier Ketzereizeug, oder? Töten wir ihn. Footfall wurde zuvor von einem Lehnsherrn geleitet, der mit mehreren kriminellen Gruppierungen auf einmal Geschäfte machte. Aber er erlag einem Unfall. Die Zügel der Macht wurden von Vladaim Tokara übernommen, dessen Ernennung nicht nur der Kasbalika unterstützt, sondern auch deren mächtigem Verbündeten in der Koronus-Ausdehnung, Freihändler Kaligos Winterzunder. Okay, das ist der andere Winterzunder, nicht der gute. Vladaim ist ein aalglatter, aber auch sehr vorsichtiger Geselle. Er kommt meistens direkt zur Sache und hält nichts von Psychospielchen. Noch wichtiger ist, dass er nicht dumm ist. Dummköpfe kommen in der Kasbalika-Hierarchie nicht so weit. Das alles solltet ihr im Kopf behalten. Ihr seid ein Freihändler. Ihr steht im Status über ihm und verfügt über beträchtliche Macht. Andererseits gab es durchaus schon Fälle, bei denen die Kasbalika-Barone mit Freihändlern die Klingen kreuzten. Okay. Oder die Klingen gekreuzt haben und als Sieger hervorgegangen sind. Vergesst das nicht und bleibt wachsam. Junge, wenn er mit mir die Klinge kreuzen will, kann er das gerne tun. Die Kasbalika, niederträchtige Tech-Diebe. Pascals Vox spuckt die letzten Worte aus wie eine Obszönität. Okay, Pascal, kein Fan? Warum will der Lehnsherr unbedingt, will mir mich unbedingt sehen? Nicht euch persönlich. Er will den Freihändler der Dynastie von Valancius kennenlernen. Tokara weiß nicht, dass Lady Theodora tot ist und will schlichtweg eine Audienz bei der Person, die das Sagen hat. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas auf Football sehr im dass etwas in Footfall sehr im Argen sein muss, wenn unser Astropath aus einer derart nichtssagenden Nachricht ein so starkes Gefühl herausliest. Darüber haben wir keine Information, Lord Captain. Die Übertragung zum astropathischen Chor von Footfall war die einzige Nachricht, die Meister Zachary in letzter Zeit erhalten hat. Okay. Ja, was kommt danach? Ist mir egal, das werden wir dann sehen. Wir kümmern uns erstmal Schritt für Schritt darum und wir sagen, dass wir jetzt ab zum Übertritt in den Realraum gehen. Offenbar sind wir jetzt da. Victis beginnt Anweisungen zu erteilen. Das enorme Schiff scheint sich mit jedem ihrer Worte zu verändern. Boah, ist das laut. Auf der Brücke beginnen hunderte von Personen den Übertritt in den Realraum einzuleiten.
und maßvolle Gesänge erfüllen die Gänge, um das Schiff und seine Crew zu schützen. Victus wendet sich wieder zu dir. Eines noch, Lord Captain. Niemand auf der Station weiß, dass Lady Theodora verstorben ist und ihr den Titel geerbt habt. Lehnsherr Tokara wird darüber informiert. Das ist erforderlich, damit wir das Dock benutzen dürfen. Und außerdem erwartet er eine persönliche Audienz bei der Freihändlerin und würde niemals eine unbekannte Person mit unklarem Status akzeptieren. Dennoch bleibt die Frage der Ankündigung eurer Ankunft. Ihr könnt entweder mit dem angemessenen Pomp und offiziellen Zeremonien eintreffen oder zunächst inkognito bleiben. Oh. Schwierig. Wenn wir natürlich mit dem ganzen pompösen Scheiß kommen, wissen die aber alle, dass wir hier der King sind, ne? Wenn nicht, vergreift sich vielleicht einer dumm in sein Wort und verliert noch seinen Kopf. Allerdings wäre es auch besser, vielleicht nicht die ganze Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Sagt mir im Detail, welche Vorteile sich für mich jeweils daraus ergeben würden. Genau, das ist gut. Den ungeschriebenen Gesetzen von Footfall zufolge genießen Freihändler besondere Privilegien, die sogar die Macht des Lehnsherrn übertreffen. Allerdings müssen sie diese Privilegien in bestimmten Situationen nicht unbedingt einfordern. Inkognito könnt ihr euch freier bewegen, wohingegen ihr bei einem offiziellen Besuch direkt die lokalen Angelegenheiten in lokale Angelegenheiten eingreifen könnt. Ich erkläre es kurz, wenn ich darf. Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge haben alle Freihändler auf der Station das Recht, gegen jede Entscheidung des Lehnsherrn ein Veto einzulegen. Allerdings gibt es dabei einen Haken. In der Coronus-Ausdehnung sind mehrere einflussreiche Freihändler-Dynastien aktiv. Und auf Footfall überschneiden sich ihre Interessen. Natürlich hält es bestimmte Personen, namentlich Caligos Winterzunder, nicht davon ab, in Footfall subtil die Fäden zu ziehen. Wenn ihr als neuer Freihändler eure Karriere mit einer offiziellen Landung und einer Parade zu euren Ehren beginnt, könnten andere Dynastien diese Geste als Angriff eines Neulings auf ihren Einflussbereich werten. Ich würde das nicht grundsätzlich als etwas Schlechtes betrachten. Der alte Winterzunder könnte sich ein bisschen daran stören. Korda wird die Wachsamkeit erhöhen. Aber ihr werdet gerade erst bekannt. Und die meisten in der Coronus-Ausdehnung haben von Lady Theodoras Dahinscheiden noch nicht einmal gehört. Es muss klar sein, dass das Banner derer von Valancius unverändert gehisst bleibt. Falls ihr gestattet, würde ich empfehlen, inkognito zu bleiben. Ihr werdet noch reichlich Gelegenheit haben, die Freuden und Belastungen der Macht zu erleben. Aber jetzt könnt ihr zum letzten Mal unerkannt auftreten. Dadurch erregt eure Ankunft weniger Aufmerksamkeit und die Leute behandeln euch wie ihresgleichen und nicht wie den allmächtigen Souverän, der vom Imperator gesalbt wurde. Das könnte in manchen Situationen von Vorteil sein. Ja, ich bin auch seiner Meinung. Ne? Abelard hat das eigentlich ganz gut erklärt, was ist gut und was ist schlecht. Er sagt hier nochmal, ja, pompös ist gut natürlich, aber inkognito ist besser. Ich habe mich entschieden, sagt den Lehnsherrn, ich werde inkognito bleiben. Wird erledigt, Lord Captain. Victus verbeugt sich erneut. Mit eurer gnädigen Erlaubnis widme ich mich dann wieder meinen Pflichten. Okay, Leute. Wir bleiben inkognito. Und damit sind wir auch erstmal durch. Wir werden jetzt versuchen zu leveln. So, jetzt können wir leveln. Mein Gott, ey. Das ging natürlich dann erstmal nicht. So, wir gucken mal hier. Was können wir brauchen? Zähigkeit ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Zähigkeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Cassia, wir hätten dann Zähigkeit. Wie viel Zähigkeit? 55. Abelard hat auch 55. Stärke? Hätten wir auch 55 und wären damit der Stärkste. So, was war Stärke nochmal? Nahkampfschaden, ja, das ist doch super. Zähigkeit? Das war das mit diesem Zechen, ne? Er empfiehlt uns zwar Zähigkeit, wir nehmen aber Stärke. Und Kettenwaffenexperte ist auch so eine Sache. Ich meine, Kettenwaffenangriffe erlangen
plus 4 Maximalschaden ist schon auch geil. Plasmawaffen? Haben wir nicht gerade sogar eine Plasma? Oder eine, es ist eine Laserwaffe, ne? Flammenwerfer ist jetzt nicht so wichtig. Ach was, zwei Waffenkampf? Der Charakter kann mit der zweiten Waffe in seinem aktuellen Waffensatz angreifen, und zwar zusätzlich zum üblichen Angriff pro Runde. Dieser Angriff erleidet einen Abzug von minus 20 auf WF und BF irgendwas. Er kostet außerdem 1 AP mehr, aber wir könnten mit allen Waffen angreifen, das ist doch mega geil. Das machen wir auf, aber hundertprozentig. Oh, wir haben hier noch was? Moment. Sind wir zwei Level aufgestiegen? Anscheinend. Oder wir bekommen das jetzt hier extra noch. Das ist nämlich unsere Heldenfähigkeit, Heldentat. Okay, ach so, wir können noch was oben drauf setzen. Der Krieger erlangt bis zum Ende dieses Kampfes plus 4 BP für jeden Kill. Er kann seine BP nach dem Angreifen oder dem Gebrauch von Fähigkeiten nutzen. Bewegungspunkte müssten das sein, oder? Bin ich bescheuert? Zeigt er uns jetzt hier nicht an? Doch, Bewegungspunkte, gut. Das haben wir schon. Der Krieger wird für eine Runde zum Prioritätsziel jedes Feindes, bei dem er einen Treffer mit seiner Nahkampffähigkeit, mit seinem Nahkampfangriff landet. Darüber hinaus erlangt der Krieger bis zum Ende des Kampfes plus 20% auf Parieren und plus 2 Deflektion. Aber das ist schon hart, ne? Dann gehen halt alle auf einen. In diesem Zug fügen Nahkampfangriffe zusätzlich plus Kämpfer-Stärke-Bonus. Ja, das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Wir sind ja eh auf Stärke geskillt. Gehen sowieso in der Stärke noch höher. Ja. Anwenden. Und dann schließt sich hier der Kreis des Kriegers. Dann sind wir nämlich durch. Bei uns. Bei ihr. Wow, da können wir... Die ist auf Level 11. Wir sind auf 15. Von 13 auf 15. Ja, wir sind zwei Level gestiegen. Cassia ist alles gestiegen. Die war ja gar nicht mit. Boah, will ich das jetzt noch machen? Die Folge ist eh schon so übertrieben lang. Er ist nicht aufgestiegen. Doch, er ist auch aufgestiegen eigentlich. Nee, die sind nicht aufgestiegen. Hä? Das kapiere ich ja gar nicht. Sind die nicht gerade alle aufgestiegen gewesen? Nö, irgendwie nicht. Okay, dann ist es ja nur Cassia. Dann können wir Cassia auf jeden Fall noch in dieser Folge hier unterbringen. So, zurück in den Kampf. Der Offizier ermutigt einen Verbündeten, der sich sofort von Verbrennungs... erholt. Ja. Das Problem ist halt... Moment, ist es nur bei ihr? Mann, ich sehe das nirgendwo. Dass da diese komischen Monster immer auftauchen. Das ist ja nicht bei jeder Fähigkeit von ihr so, aber... Ja. Der nächste Angriff des Ziels ignoriert die Deckung und ist auf doppelte Entfernung effektiv. Wenn das Ziel unter dem Effekt von Stimme des Kommandos steht, ignoriert dieser Angriff das feindliche Ausweichen. Der Schaden von diesem Angriff kann zudem unter keinen Umständen auf unter 30 plus 3... X-Gef-Bonus reduziert werden. Das ist doch gut. Das ist wirklich gut. Auf freundliche Kreaturen in einem 8-Zellen-Radius. Das geht auch weit. Das nehmen wir. So, und dann ihre Fähigkeiten.
Boah, da müsste ich mir einfach mal viel mehr Zeit nehmen. Ich glaube, dass es sehr langweilig für euch zum Zuschauen ist. Ich würde sagen, ich breche das an der Stelle mal ab. Wir machen das mal anders. Ich mach das mal weg hier. So. Wir gehen nochmal auf die Charaktere. So, jetzt sind nämlich alle aufgestiegen. Surprise. Okay. Dann sind auch alle durch, oder? Die werden alle... Moment, wir gehen nochmal hier drauf. Es ist ein bisschen verbuggt, das Ganze. Aber ich glaube, die sind alle voll aufgestiegen. Das heißt, wir werden bei allen... In der nächsten Folge zeige ich euch, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist in Ordnung. Bei uns wissen wir es jetzt. Und bei Cassia werde ich euch ein bisschen mehr zeigen, weil die erst auf Level 11 ist. Das heißt... Ja, also 11, das ist 12, 13, 14, 15. Da werde ich euch die vier Dinger zeigen, was ich da ausgewählt habe, damit ihr das natürlich seht. Und bei den anderen werde ich euch einfach die letzten beiden zeigen. Und dann wisst ihr Bescheid. Dann kann ich mich in Ruhe damit beschäftigen, meine Ausrüstung anpassen und alles. Die werde ich euch dann natürlich auch zeigen. Und dann gehen wir in das nächste Abenteuer von Warhammer 40k Rogue Trader. Denn ich glaube, wenn ich jetzt noch leveln würde... Dann würde das alles massig Zeit kosten. Dann wären wir noch locker 30, 45 Minuten damit beschäftigt. Und deswegen ist es okay, wenn wir uns gelevelt haben. Und den Rest werden wir in der nächsten Folge tun. Beziehungsweise werde ich euch dann alles erläutern, was ich getan habe. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann haut gerne ein Like raus, abonniert den Kanal und schaut auch gerne mal auf Patreon vorbei, wenn ihr mich unterstützen möchtet, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet und auch von anderen Videos, die ich so produziere. Und ich würde mich sehr freuen natürlich und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.